Moin, moin, meine lieben Steam Deck-Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabi. Und endlich spiele ich mal Lord of the Fallen. Ich wollte schon ewig mal spielen, aber heute endlich mal geschafft, das Ganze anzuspielen. Und ich zeige euch auch die Best Settings für Steam Deck, damit das Ganze ordentlich flüssig läuft. Zuerst, wie gesagt, schauen wir uns die Best Settings an und dann ein bisschen Gameplay. Ja, und die Best Settings, die lassen sich ganz einfach einpflegen. Ich habe sie von der Seite Overkill WTF, da hat der liebe Timo, ihr kennt ihn auch vielleicht von seinem eigenen Kanal, Deckverse, einen schönen Artikel geschrieben, Review und Best Settings für Steam Deck. Also Kudos gehen auf jeden Fall an Overkill WTF und Timo. Kleiner Tipp, ihr solltet Lord of the Fallen einmal gestartet haben und wieder beendet haben, damit in Zweifel alle entsprechenden Ordner angelegt sind. Weil wir müssen zwei Dateien ablegen, und zwar... Wir haben hier, hat der liebe Timo zwei Files abgelegt, einmal Engine und Gamer User Settings. Die müsst ihr einmal runterladen. Ich habe sie hier schon runtergeladen, deswegen breche ich jeweils den Download hier einmal ab. Und dann müssen wir in diesen Pfad hier hinein. Und das ist eigentlich ganz easy. Also, wir gehen hier einmal auf Deck. Dann gehen wir auf Local. Da haben wir es. Dann, wir schauen nochmal rein. Share. Dann suchen wir noch Steam. Dann gucken wir nochmal nach dem Pfad. Steam Apps. Compat-Data. Und hier empfehle ich immer in Zweifel, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel kurz vorher Lord of the Fallen gestartet und beendet habt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sortieren nach geändert. Weil dann habt ihr es nämlich entweder hier oben oder ganz unten. Das ist nämlich die Nummer, die wir brauchen, die 150, 70, 50. Wir schauen nochmal, genau das ist sie. Und dort müssen wir jetzt in den Prefix-Ordner rein. Also einmal Prefix, Drive-C, Users, Steam-Users, App-Data, Local, LOTF, 2, Saved und dann was, glaube ich, Config, ne? Ja, genau, Config, Windows. Und dort müssen die beiden Files rein. Die fischen wir uns einmal hier raus. Und zwar, die kopieren wir jetzt hier einmal. Können Sie auch ausschneiden, je nachdem, wie ihr wollt. Das könnt ihr halten wie ein Dachdecker. Und einmal hier rein kopieren. Zwei Elemente einfügen. Natürlich dann dementsprechend einmal überschreiben. Und das war das Ganze auch schon. Und dann, das könnt ihr euch vielleicht gegebenenfalls auf dem Rechner oder auf dem Handy bestenfalls noch öffnen. Dann einmal überprüfen, ob die Einstellungen, die hier angegeben sind, dann auch auf dem Steam Deck übereinstimmen, wenn ihr das Spiel startet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also ihr könnt jetzt eigentlich den Desktop-Modus beenden und wieder ganz normal einen Gaming-Modus starten, wenn ihr möchtet. Und dann schauen wir mal an, ob die Settings soweit passen. So, und da sind wir schon im Spiel drin. Und jetzt gucken wir mal, ob das alles soweit passt. Das passt. Hier sind wir bei einer Auflösung von 720. Ist okay, liegt an meiner Capture Card. Ihr könnt natürlich hier auch auf jeden Fall 800 einstellen. Dann gucken wir mal bei Graphics, wie es da jetzt ausschaut. Da hat er jetzt natürlich View Distance, die müssen wir nochmal auf Medium setzen, Shadows auf Low, Anti-Aliasing hoch, Texture Quality High, dann gehen wir nochmal bei Visual Effect Quality auf Medium, Post-Processing Quality High, Medium, dann Low, Polish Quality Off, Motion Blur On, das ist mal so eine Geschmacksfrage, Grim Grain, ja, mag ich auch nicht so gerne. Komische Apparation ist auch ein Unding meines Erachtens. Dann gucken wir mal weiter. Umbrell Distortion Effekt. Weiß ich sogar gar nicht, was das ist. Okay. Und Quick Action Menü beim Steam Deck. Da müssen wir nochmal schauen. Ich habe jetzt natürlich hier das OLED dran. Und hier könntet ihr natürlich dann auf 30 Frames einstellen. Oder 40 Hertz. Oder natürlich beim Steam Deck OLED auf 45 und 90 Hertz. Ich lasse es jetzt erstmal so, wie es ist, weil sonst kommt meine Capture Card wieder durcheinander. Genau. Also, das haben wir erstmal. Confirm. Dann gucken wir weiter. Sprache wäre jetzt nochmal ganz wichtig. Die ist nämlich gut versteckt hier. Stellen wir auf Deutsch. Jetzt könnte ich auch nochmal gucken, was dieses Distortion ist. Umbralverzerrungseffekt. Okay, keine Ahnung, was das ist. Und ich habe das Spiel noch nie gespielt. Wir spielen jetzt mal gemeinsam rein. Machen natürlich auch nochmal das Overlay an.
um zu schauen, wie das Ganze natürlich auch dementsprechend jetzt mit diesen Settings performt. Das Overlay wird ein bisschen klein jetzt hier dargestellt. So, kann ich das hier überspringen? Wir überspringen das jetzt einfach mal. Ja, liegt jetzt wieder ein bisschen die Capture Card. Die spinnt manchmal ein bisschen rum, beziehungsweise das Steam Deck mit der Skalierung vom Display. Aber wir haben jetzt hier noch gerade 60 Hertz. Das überspringen wir jetzt erstmal alles hier. Und wir nehmen mal einen Heiligen Ritter. Ja, das passt schon. Oh, hübsch muss er nicht sein. Er muss auch nicht hübsch sein. Name. Können wir nochmal gucken. Ja, den ändern wir nochmal. Da gehen wir einfach mal ein. Caribus. Da muss ja ein bisschen mittelalterlich klingen hier. So, dann klicken wir auf Absenden. Und dann wollen wir spielen. Ist natürlich ein Souls-like. Ne? Souls-like ist ja sowieso nicht so meins. Gucken wir mal die Framerate. Wir haben ja mit dem OLED sogar noch ein bisschen mehr Performance. Ich glaube, Timo hatte den Artikel noch basierend auf dem LCD-Display, LCD-Deck geschrieben. Jetzt gucken wir mal. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus wisdom. Ja, aber nicht so viel überspringen. Guck mal. Und, na gut, wir sind jetzt hier natürlich noch in so einem Dungeon. Und es fühlt sich jetzt schon an wie Dark Souls, man merkt. Okay, jetzt geheilt. Wollte ich natürlich wieder nicht. Hab bestimmt wieder nur begrenzt. Aber die Framerate sieht doch ganz passabel aus. Grafisch sieht es auch echt nice aus jetzt. Hier sind wir sogar jetzt auch auf 60 Hertz. Aber schon kommt schon gleich so ein Gollum hier an hier. Steuerung ist ja wieder geil. Können wir jetzt hier mal runterspringen? Ne, vielleicht besser nicht. Wir folgen den Pfad. Wir folgen dem Pfad der Verdammnis. Was ist hier unten? Das sieht immer gut aus. Leiche aufnehmen. Ein entkräfteter Schädel. Ah, das geht natürlich auf meine Ausdauer. Er ist ein Ziel zu erfassen, okay. Der sieht auch jetzt nicht so nett aus. Haben wir aber schon umgehauen. Oh, 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 der ist aber auch heftig. Na gut, die vielleicht nicht doch so. Ich habe verstanden, mit den Zielen umzwitschen, okay. Doch, immer wieder so. Dann gucken wir mal weiter. Gibt es hier noch was Schönes? Wo können wir sprinten? Okay. Das sind groß die Quick-Tipps hier. Immer schön im Bild. Aber die Framerate ist noch... Kann ich den auch noch wegrölzeln? Nee. Oh. Shit. Habe ich einfach mal nicht gesehen. Deswegen sollte ich da auch sprinten. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ich muss irgendwie hier wieder rauskommen. Ach so, einfach hochgehen. Ach, hier war ich schon, ne? Hier war ich ja schon. Aha. Okay. Und jetzt müssen wir aufpassen. Zu doof zum Springen. Wenn du das schon mal nicht schaffst beim Souls-like-Spiel, dann hast du schon echt ein Problem. Soll ich das denn schaffen? Junge. Ja, der Checker blamiert sich wieder, weil er nichts checkt. Ah, da ist er schon wieder.
Ah, so, geht doch. Schnell Seitschritte aus dem euren Feind. Okay. Okay, kapiert. Das ist aber auch ein Eulen hier. So, jetzt geht jetzt für die. Jetzt bricht die Framerate mal so langsam ein Richtung 30er, 200, 30, 40. Okay. Öffnen wir mal Inventar, was sollen wir denn anlegen? Ablegen, ablegen, ich wäre. Ablegen, ablegen. Okay. Fernkampf. Ah, cool. Okay, Fernkampf haben wir auch noch. Müssen wir ja hier drücken. Drück ich doch. Drücke. Geht nicht. Egal. Wenn wir den Typen so umhauen. Wir wollen ja nur mal reinspielen. Aber wieso kann ich denn nicht? Ja, aber... Motten weisen Umbral auf wichtige Orte hin. Wähle deine Umbral-Laterne. So, jetzt bin ich im Fernkampf oder was? Okay. Hm. Das ist schon cool gemacht mit dieser Umbra. Umbra, Umbra, Tetere. Umbral-Intensität hält euch an Fortschritt fern. Ja, und jetzt? Was ist denn oben? I. Also kommen wir so nicht weiter anscheinend. Aber das Spiel läuft doch ganz gut bisher. Mal, können wir hier so durchgehen einfach? Aha. Das ist schon cool gemacht. Mit diesen zwei Welten quasi. Ah. Okay. Einhändig und beidseitig kann ich auch noch wechseln. Aber beidseitig finde ich irgendwie cooler. Sie ist Heilung, okay. Okay. Dann heilen wir uns erstmal. Gucken wir mal hier weiter. Ein Zeug durch das Halten, okay. Bald drinnen. Ist ja auch cool. Das ist auch cool. Seelenschinderhindernisse. Cool. Ja, hier wird die Grafik natürlich ein bisschen matschig. Seelenschinder gegen Feinde. Ja, können wir unsere Feinde schwächen? Ja.
glaube, das ist nicht so viel gebracht, aber das ist ein cooler Effekt erstmal. Die Grafik ist schon nice. Wenn Seelenschinder gegen einen Feind angewandt wird, wird eine Seelenschinder Ladung verbrauchen. Seelenschinder Ladung wieder zu lang, wird eure Umbrauen zapft eure 200 Blasen an, okay. Aha. Ja, eigentlich. Ist hier irgendwo einer? Hier wieder nur runter, oder? Ich glaube, hier war ich ja, ne? War nicht noch irgendwo so ein Vogel? Hier sind ja noch mehrere. Okay, hat er irgendwie nichts gebracht. Oh. Ich würde mal heilen. Alle platt, alle platt. Ja, wer so auf diese Art von Spielen steht, den kann ich das ja wohl echt empfehlen, aber meins ist nach wie vor so Souls-like-Spiele nicht. Okay, das hat auch so wieder super funktioniert. Oh Junge, hau ab. Fall hier gleich runter, ist auch nicht gut. Vielleicht würde ich mal aus Umbra raus. Okay, ich merke schon, die Viecher werden immer gefährlicher. Wie wechsle ich jetzt? Ah, ich wollte doch nur die Laterne wechseln. Ah! Oh. Da ist der Lord gefallen. Also es läuft erstaunlich gut. Es hätte mich jetzt natürlich noch mal ein bisschen Außenwelt interessiert. Ist die Frage, wo ich wieder starten muss. Ne? Deswegen hasse ich jetzt Souls-like-Spiele. What? Ach nö. Das ist ja quasi Anfang. Das ist ja Anfang. Okay, Freunde. Das war Lord of the Fallen. Wir haben uns mal angeschaut, das läuft echt gut jetzt auf dem Steam Deck. Mit diesen Settings kann ich mich echt nicht beklagen. Ansonsten bedanke ich mich mal fürs Einschalten. Ich würde mich freuen über eine Empfehlung, über ein Like, über ein Abo. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut mal die Videobeschreibung. Patreon, Kanalmitgliedschaft oder mein Amazon Webshop. Da könnt ihr mich alle gut und gerne unterstützen. Und ansonsten sage ich nur, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab, unter Deck.